China, Evergrande und der große Verfall, das sind die großen Themen heute. Und vielleicht sehen wir ja auch einen großen Verfall in China. Das will ich mal so in den Raum stellen, denn mit Evergrande scheinen sich die Dinge weiter zu beschleunigen, zu eskalieren. Vorab ein Wort zur Qualität, Bildqualität des Videos oder der Videos von mir. YouTube braucht derzeit Stunden teilweise, um die HD-Verarbeitung abzuschließen. Früher ging das so in 2, 3, 4 Minuten maximal, jetzt mindestens 45 Minuten. Mir fehlt dann oft die Geduld, abzuwarten, bis das dann endverarbeitet ist. Also wenn Sie die ganze Geschichte nicht so scharf sehen, dann liegt das daran, dass die HD-Verarbeitung noch nicht fertig ist. Aufgenommen wird das alles in HD. Es ist dann später auch in HD, wenn es etwas, wenn Sie später sich erst die Videos anschauen, dann sehen Sie sie in HD, aber nicht, wenn Sie kurz nach Veröffentlichung die Videos anschauen. So, aber jetzt rein in die Materie, denn es gibt viel zu erzählen, meine Damen und Herren. Es zeichnet sich ab, dass China sagt, ja, zumindest warnt, ja, Evergrande ist nicht too big to fail. Dieser Immobilienentwickler Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, hat sich dementsprechend geäußert und gesagt, ja, also verlasst euch da nicht drauf. Das muss schon der Markt irgendwie regeln. Außerdem sei eine Pleite eines Immobilienunternehmens etwas anderes als die Pleite einer Bank wie damals bei Lehman Brothers. Good luck with that, Hu Xixin. Jedenfalls sehen wir, dass natürlich die Junk Bond Yields weiter steigen, die Anleihen fallen weiter von Evergrande, die Aktie fällt weiter und insgesamt ist Evergrande der größte chinesische Emittent von High-Yield-Dollar-Bonds, also Unternehmensanleihen, die auf Dollar notieren, und das sind alleine 16% des Gesamtmarktes, muss man sich mal vorstellen, also es ist ein großer Player und es hätte auf jeden Fall starke Dominoeffekte, die da zu erwarten wären. Warum? Weil viele zum Beispiel ja Kredite genommen haben bei den Banken. Jetzt sehen Sie, okay, ich habe hier Riesenprobleme, versuchen alles zu verkaufen, versuchen Wohnungen zu verkaufen. Evergrande selbst versucht Wohnungen unter Preis zu verkaufen. Das übt Druck auf die Preise aus, sodass dann ein Abwärtsdruck eben bei Preisen wiederum entsteht, was dann wiederum Leute unter Druck bringt, die eben hier praktisch das Ganze als Pfand benutzt haben für Kredite, also praktisch die Wohnung hinterlegt haben, die gekaufte Wohnung für neue Kredite hinterlegt haben, etc. etc. Jetzt hat Evergrande einen interessanten Vorschlag gemacht und das gab es wohl noch nie. Man will unfertige Wohnungen den potenziell Geschädigten, die schon eine andere Wohnung gekauft haben, jetzt zu einem Discountpreis anbieten. Hat es noch nie gegeben, also das ist schon ein interessanter Vorschlag, das ist so noch nie da gewesen. Hier unten sehen wir mal, wie die Schuldenstruktur von Evergrande aussieht, Secured Bank and Other Borrowings, also praktisch Bankkredite, Convertible Bonds, Senior Notes, die verschiedenen Bondstrukturen muss uns im Einzelnen hier jetzt nicht interessieren, aber die Schuldenlast ist auf jeden Fall so hoch, dass das Unternehmen faktisch insolvent ist und wenn Peking nicht eingreift, dann wird das eben in die Insolvenz führen. Und es hat schon weitere Dominoeffekte. Fitch hat jetzt auch andere chinesische Homebuilder, etwa Fantasia, abgestuft. Und wir sehen auch die Aktienkursentwicklung anderer chinesischer Immobilienfirmen ist ohnehin schon seit längerer Zeit jetzt im Sinkflug. Ist da irgendwas faul? Stimmt da irgendwas nicht? Hier oben sehen wir mal die Landverkäufe in China. Massiver Rückgang von Landverkäufen, auch die Existing Home Sales, also die Verkäufe bestehender Häuser, sind rückläufig. Da hat sich eine Blase gebildet am Immobilienmarkt. Und die Frage ist, wie kriegt man eine Blase in den Griff? Kann man da ein bisschen Luft rauslassen oder ist Evergrande letztendlich dann der Lehman-Moment für die chinesische Immobilienblase? Das wird sich zeigen müssen. Jedenfalls sehen wir Probleme in China auch, zum Beispiel bei der Industrial Production of Crude Steel, also Stahl, massiv rückläufig. Und Ottavio Costa fragt hier, ja, das ist vielleicht ein heftigeres Krisenzeichen als diese Geschichte um Evergrande. Hier sehen wir praktisch einen Abschwung sondergleichen, wie er zuletzt bei der Abwertung des Yuan war, wie er zuletzt in der Finanzkrise der Fall war. Also, was ist da los? Wir sehen ja, dass chinesische Daten teilweise schlechter sind als auf dem Hochpunkt der Corona-Krise oder der ersten Corona-Welle. Da ist einiges im Argen. Und Peter Gandry, ein sehr sympathischer Mensch, by the way, der hier für Head of Equities bei der Saxo Bank zuständig ist, der sagt, also das ist schon erstaunlich, dass sich die Aktienmärkte, die westlichen Aktienmärkte darum nicht kümmern. Das zeigt so ein bisschen die Entkoppelung. Aber es ist die Wirtschaft, die irgendwann früher oder später eben von den Aktienmärkten doch
zur Kenntnis genommen werden muss. Derzeit ist man ja sehr stark auf Liquidität gepolt. Kommen wir in Sachen Liquidität jetzt, meine Damen und Herren, von China zu die Aktienmärkte. Und wir haben heute ja sehr großen Verfall. 35% der S&P-Optionen verfallen, 50% der Spider-Optionen, also maßgebliches ETF auf den S&P 500 und 35% auf den Triple Q, also Nasdaq ETF. Da ist also heute einiges los. Allerdings ist das Call-Volumen von Privattradern zuletzt etwas zurückgegangen. Wir sehen, dass gestern wieder wie durch ein Wunder der Trendkanal beim S&P 500 gehalten hat. Jener Aufwärtstrendkanal, der seit März 2020, also dem Tief seit der Corona-Krise, Bestand hat. Wir sehen interessante Daten jetzt von Aktienkäufen und Anleihenkäufen amerikanischen Aktien und amerikanischen Anleihen durch Ausländer. So haben die Ausländer jetzt im Juli so viel verkauft wie seit 2007 nicht mehr an US-Aktien. Zuletzt waren die ja sehr, sehr wild auf Aktien aus den USA, haben gekauft, gekauft, gekauft. China dagegen hat jetzt vor allem US-Staatsanleihen gekauft. Auch eine interessante Entwicklung, wie ich finde. Schauen wir uns mal die derzeit etwas widersprüchliche Situation in Sachen Konjunktur an. Wir sehen unten Philly Fed Empire State Index, also praktisch Produktionsindizes, deutlich besser gestern reingekommen, respektive der Philly Fed. Gestern Empire war etwas zuvor. Und JP Morgan sagt also, das zeigt, dass wir hier sozusagen diese Corona-Delle durch die vierte Welle jetzt schon wieder überwunden haben. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Industrieaktien jetzt, nachdem sie gut performt haben bis Mai, seitdem deutlich schlechter performen als der S&P 500. Also etwas widersprüchlich. Normalerweise müsste, wenn Philly Fed, wenn Empire State Index gut sind, wenn also das produzierende Gewerbe läuft, müssten eigentlich auch die Industrial-Aktien laufen, ist aber nicht der Fall. Jetzt interessieren sich die Aktienmärkte, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ja weniger für die Konjunkturdaten. Was haben wir mit der Wirtschaft zu tun? Nichts, sondern wir interessieren uns für Liquidität. Und die kommt von der Fed und der EZB, zu der gleich Interessantes anzumerken ist. Jedenfalls scheint es darauf hinauszulaufen, dass in der nächsten Woche zumindest angedeutet wird, dass dann im November das Tapering losgehen wird, so sagen es Insider. Und das wird vielleicht nötig sein, denn hier die Transportkosten, die Containerfrachtraten gehen weiter nach oben, hatte ich gestern schon gezeigt. Über 16.000 Dollar ist derzeit zu bezahlen, wenn man von Shanghai etwa nach Los Angeles, war es glaube ich, liefert. Und Genco, Schiffsunternehmen, das also viele solche Containerschiffe hat, sagt, die Preise werden weiter steigen. Und das ist ja das, was keiner irgendwie erwartet hat. Alle haben gesagt, transitory. Hier sehen wir ganz klar, ist nichts transitory, zumindest nicht so schnell transitory, sondern eher permanently. Jetzt nochmal kurz in die USA. Biden gestern mit einem Treffen mit Manchin. Es geht um das Infrastrukturpaket von 3,5 Billionen Dollar. Hat Manchin, der auf der eher rechten Seite der Demokraten steht, gesagt, nee, mach ich nicht, ist also gescheitert. Und kommen wir jetzt zur EZB. Hier gibt es wirklich Interessantes. Laney, Chefvolkswirt der EZB und eigentlich der Kopf der EZB, weil Madame Lagarde so einiges vielleicht jetzt noch nicht fachlich so drauf hat, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Der hat gesagt, und zwar hat er es gesagt gegenüber Volkswirten von Banken oder Analysten von Banken, also dass die EZB davon ausgeht, dass man 2025 das Inflationsziel erreicht haben werde und dann praktisch die Zinsen anheben könne. Gestern hatte schon das finnische EZB-Mitglied Rehn gesagt, ja, also liebe Regierungen, stellt euch darauf ein, dass irgendwann auch die Zinsen wieder ansteigen. Aber jetzt sagt die EZB, na, das hat er doch gar nicht gesagt, das wäre falsch. Was wiederum bedeutet, dass einige Analysten von Banken wohl sich das ausgedacht haben, halte ich für unwahrscheinlich, gell? Also hier sehen wir lustige Dinge, vor allem 2% ist ja das Inflationsziel der EZB. Und hier sehen wir, hups, wir liegen ja schon bei 3%, gell? Aber wir werden 2% dann in 2025 erreichen. Das ist Notenbankdialektik vom Feinsten, gell? Wir werden 2% irgendwann erreichen, werden also weiter darauf kommen auf 2%. Jetzt liegen wir aber schon bei 3%, gell? Wie machen wir jetzt das? Heute kommen nämlich um 11 Uhr die neuen Zahlen aus der Eurozone zur Inflation. Das ist die zweite Veröffentlichung jetzt für den August.
Und die Erwartung ist 3,0%. Julian Bridgen sagt hier zu Recht, also vielleicht ist dieses ganze Spektakel hier um diese Voraussagen, wie sie etwa jetzt Philip Laney gemacht haben, einfach nur eine Art Ablenkung dafür, dass man eine miserable Prognosequalität bisher an den Tag gelegt hat. Inshallah, das ist wohl der Fall. Schauen wir uns noch an, was Marcello Fratscher zu sagen hat. Großartige Rhetorik wieder. Inflation, und das macht er auf Englisch, geht, damit möglichst viele diese auch verstehen, was der Marcello sagt. Inflation von 3% in 2021 ist nicht ein Problem für Deutschland, weil wir haben ja vorher in 2020 nur 0,5% gehabt, ne? Das muss man auch einmal jetzt sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist praktisch wie, wenn man Medikamente nimmt und man dosiert ein bisschen unter, dann muss man dann praktisch später die doppelte Dosis nehmen, damit es dann ist, ne, das ist ja dann wieder ausgeglichen. Gell? Also eins muss man sagen, wenn es den Marcello Fratscher nicht geben würde, dann müsste man ihn direkt erfinden. Er ist einfach zu cool, zu geil. Es ist der Prototyp des Märchenerzählers. Das sieht auch Philipp Karrenstein so, der sagt, okay, Fratscher bei Lanz, der wird nämlich heute bei Lanz auftreten. Keine Lust auf Märchen, ich schnapp mir mein Kindle und lese lieber Daniel Stelter. Dem kann ich mich nur absolut anschließen. Wer sich für Aktien interessiert, meine Damen und Herren, gerade für BioNTech, Pfizer, da ist heute Wichtiges in der Pipeline. Da ist eine große Entscheidung der Fall, auch bei Commerzbank und Cerberus. Tut sich was, da steckt auch Deutschland mit drin. Wer sich also für das Aktiengeschehen heute interessiert, der kann das tun, indem er den Artikel liest, den ich Ihnen unter das Video verlinke. Und ich bin mal gespannt, wie heute der große Verfall ausgeht, wie das mit Evergrande weitergeht, ob China praktisch einen Lehman-Moment erleben wird, weil man die Dimension unterschätzt. Jedenfalls wird das eine ganz heiße Geschichte. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.